Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Und wir werden heute hier weitermachen. Hoffe ich. Ja, ihr wundert euch. Neue Woche, neues Glück und so, etc. pp. Wir sind hier ganz alleine. Im Chat sind nur die Fehler. Das passt also. Ja. Gut, wo haben wir beim letzten Mal aufgehört? Uns das hier anzugucken. Die Insel haben wir jetzt dazu gemacht. So wie den ganzen anderen Kram, ne? Und hier ist ja der Gang, der hier dann auch runterführt. Und wir wollen mal schauen, ob wir da fertig waren. Waren wir da fertig? Hier hätten wir das schöne Wasser. Und das Wasser ist, naja, nicht ganz so wie erwartet durchsichtig. Ne? Ich hätte es irgendwie gerne mehr ein bisschen durchsichtiger gehabt. Aber wir können da hinten den Tempel sehen. Das reicht mir eigentlich schon. Genau, wir brauchen hier nämlich Boden noch, ne? Boden! Ich finde, ansonsten ist das eigentlich hier recht schön geworden. Ja, tauchen wir hier durch und holen uns einfach die Steine hier. Und dann müssen wir noch den Boden dafür bauen. Ne? Den Pocketböden. La 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 la. Oh Gott. Du hast wirklich bis da hinten schon gezimmert, ne? Eieieiei. Und warum ist da eigentlich eine Schicht Erde? Was soll denn das? Ihr seht mich nicht. Schön, dass sie einfach nach oben treiben, die Blöcke, ja? Blub, blub. Wir gehen hier ganz entspannt nach oben. Nach hinten. Dass da Erde ist, ist ein bisschen komisch. So, dann müssen wir mal nach oben schwimmen. Hallo Fischis! Und da hinten ist ja noch ein Boot. Oh, schön. Schön, Falkenstein, ne? Schöne Heimat, Falkenstein. Es hat sich ganz schön was getan in, naja, in fast 1000 Folgen, kann man sagen. Und, wie gesagt, bis zur 1000. Folge machen wir auf jeden Fall noch. Was danach dann ist, das steht in den Sternen. Es war heute eine Nachricht, also für euch war es dann gestern, war eine Nachricht im Dreiebenland-Chat bei uns in der Gruppe, dass nichts mehr los ist. Und ja, das stimmt. Es ist wirklich nichts mehr los. Es ist so gut wie nie einer da. Das seht ihr ja jetzt auch. Auf dem Server ist keiner. Gut, wir haben jetzt Sonntag, 18 Uhr. Ja, kann man nachvollziehen, ja. Da würde ich wahrscheinlich auch lieber mit der Familie was machen oder vorm Fernseher hängen oder, naja, wobei ich bin ja nicht so der Fernsehgucktyp. Obwohl ich mir ja einen Fernseher zugelegt habe. Kann man jetzt hier eigentlich, kann ich die schon einsammeln? Schwimmen ja ganz schön lange hier hoch, ne? Schönes Lied. Gefällt mir gut. Und eine andere Sache, ich weiß nicht, ob ich die schon gefragt habe, wisst ihr vielleicht, ob die Wächter neu spawnen, wenn wir sie töten? Kommen da neue, wenn wir keinen Boss mehr da haben? Wenn der Tempel trockengelegt ist? Quasi? Oder qua du? Oder qua er? Ich weiß es leider nicht, aber ich habe auch nichts dazu gefunden, muss ich ehrlich sagen. Und ich könnte ja mal die schlauen Köpfe in der Gilde des Wissens fragen, aber bis jetzt ist da ja noch keiner, ne? Wir haben ja noch gar keinen eingestellt, der da tätig sein soll, darf, möchte, kann. Bim, 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 bim. Schön. So. Und da müssen wir ja natürlich irgendwie noch eine Stütze hinmachen, ne? Die kann man eigentlich aus Cobblestone machen. Machen wir ja einfach 4 Stützfüße, oder? Hier unten. Oder machen wir hier komplett... Kompletti tutti, alle, 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 mali.
Hast du nicht gesehen, das hier zu? So? Ach, wobei hier unten, das sieht doch hier keiner. Machen wir einfach hier vier Füße hin und dann passt das. 1, 2, 3, 4. Ist ja nur, dass es ein bisschen stabiler ist, ne? Oder zumindest stabiler wirkt. So, den gleichen Fuß auch hier. Zack. Den müssen wir natürlich hier jetzt wegmachen, damit wir den dahin packen können. Und das gleiche auch an dieser Stelle, ne? So, dann schwimmen wir jetzt wieder hoch. Sammeln noch die paar Steine da oben mit ein. Ah, und dann ist es auch schon Nacht und wir müssen eigentlich ins Bettchen. Ja, wir müssen früher ins Bettchen als gedacht. Macht das nicht nach, auf Glas hüpfen, das soll man nicht machen. Ja, jetzt die Frage, machen wir jetzt hier das Gehege so, dass die Häschen einen drunter sind oder einen drüber? Wir haben eine volle Tasche. Oh, der ist heute wieder gut, sehr schön. Gute Nacht. Und guten Morgen. Ja, das ist die große Frage. Wie machen wir das jetzt hier? Die müssen wir auf jeden Fall zumachen. Das heißt, wir können auf jeden Fall bis hier den Weg machen. So. Wobei, dann können wir den hier, dann können wir sagen, Moment mal, wir machen den weg. Und wir machen dann Cobblestone hin, ne? So, dann machen wir den Zaun, würde ich sagen. Zaun. So. Und ein Tor brauchen wir. Wir brauchen ein Tor. Könnten wir so herstellen mit dem und dann nehmen wir einfach das und das. So und so und dann machen wir den und den und dann haben wir ein Tor. Und dann machen wir gleich zwei Tore. Weil die Hasen, die könnten ja rauslaufen. Das ist falsch. Jetzt die Frage, was machen wir hier? Machen wir da auch einen zwei hohen Zaun? Damit die nicht abhauen? Vielleicht hüpfen die ja rüber, ich weiß nicht. Hüpfen die anderthalb hoch? Schaffen die das? Da ich es nicht weiß, mit hoher Sicherheit, machen wir einfach jetzt den Zaun doppelt hin, ne? Und dann können wir auch beim nächsten Mal theoretisch schon die Hasen herholen. Die Frage ist, wie machen wir das mit Band? Ziehen wir die hinter uns her oder? Habt ihr schon Erfahrungen im Hasen holen? Oh, wir könnten das auch so machen, dass hier so das Laub so ein bisschen rübergewachsen ist, ne? Zack, zack, zack. Ja komm, dann brauchen wir doch das hier hinten. Nicht, ne? Den hier brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Den machen wir dann nämlich so einfach. So, das Lied ist jetzt wieder sehr leise. Da hängt da so ein bisschen Laub drüber. Apropos Laub, ich habe ja einen Drachenbaum. Wie heißt denn der anders? Drakenia, Dracitras. Ja, ne? Und da ist es auf jeden Fall so, dass der zurzeit gerade ein bisschen schwächelt. Der geht irgendwie ein. Aber ich möchte nicht, dass der eingeht. Und
habe geguckt, habe den ausgetopft und habe gesehen, dass die Erde scheinbar zu nass war, denn die Wurzeln sind unten ganz schön weggefault. Also nicht wie Schimmelpilz auf einem leckeren Käse, sondern ja, die Wurzeln waren halt ein Großteil ist braun. Nicht alle, manche sind noch weiß und hell. Aber ich habe echt Bange, dass der das nicht schafft. Ne? Ich habe den gleich rausgeholt aus der Erde, habe die ganze Erde abgemacht, die ganze feuchte Erde. Also die war wirklich feucht. Ich weiß nicht, warum ich den so viel gegossen habe, aber es ist halt ein... Ja, es ist passiert. Tut mir auch leid. Ich habe irgendwie keinen grünen Daumen, glaube ich. Ich dachte immer, ich hätte einen grünen Daumen. Aber scheinbar nicht. So, wie viel brauchen wir noch? Ein bisschen brauchen wir noch was, ne? Lalalala, dann können wir schnell hier runter. Und gehen hier lang, ne? Und hier, ist immer noch so, als wenn ich da reinfallen würde. Da fehlt doch Glas. Warum fehlt da Glas? Nee, da fehlt Stein, ne? Warte mal, wir können das ja... So. So, dann können wir jetzt hier einmal wenigstens ein Grundteeglas hinzusetzen. Zack, zack. Tippitoppi. Den Stein nehmen wir nicht mit. Nein, nein. Den brauchen wir nicht. Jedes Mal diese Stellen, da denke ich jedes Mal, da ist doch irgendwie was faul. Ja, da sehen wir noch Zerons Textum-Paket hier, ne, vom Opa Zeron. Und ich weiß nicht, mal gucken, wie lange wir das hier noch haben werden. Was? Was? Denn ich habe ja vor, einige Texturen zu ändern. Wenn wir kein Fichtenholz, dann müssen wir uns eine Fichte anpflanzen. Mäh! Kennt ihr das? Das Mähdreschertier? Das ist da hinten, ne? So, haben wir Knochenmehl? Hab ich auch nicht. Oh, nee, ey. Ich brauch Knochenmehl. Hat denn irgendjemand Knochenmehl für mich? Ja, hier haben wir 3 Knochenmehl. Nice. Ja, yeah, komm schon, okay. Komm, ihr könnt euch vermehren, ne? Schafis. Mäh? Du bist ein reiner Schwarzer, ne? Und du nicht, und du, und... Jetzt könnt ihr alle Liebe machen. Alle Liebe, 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 Liebe. Okay. Dann können wir noch irgendwie... Oh, warte mal, vielleicht aber hier, ja. Ja, hier haben wir Fichtenholz. Sehr schön. Und haben wir auch irgendwie Zäune? Nee, aber immer noch mehr Fichtenholz. Fantastisch, dann brauchen wir es doch nicht. Nein, Tomcat. Nein, du fütterst erst die anderen Tiere. Du fütterst erst die anderen Tiere. Ich habe leider keine Muren dabei. Tut mir leid. Keller muss ich auch noch einrichten. Mhm. Das Glas können wir immer wegschmeißen. Ich wollte gerade sagen, was läuft hier? Eine Spinne ist das nur. Ja, ich habe eine Spinne hier im Zimmer. Das haben wir meine Hausspinne. Kennt ihr Hausspinnen? Hausspinnen sind sehr umgänglich. Nein, natürlich nicht. Die werde ich beseitigen, sobald ich sie erwische. Aber jetzt kann ich sie gerade nicht beseitigen. 27 wird nicht reichen. 1, 2, dann machen wir hier raus. Da ein. Und noch ein. Und 1, 2, 3, 4. Zack, 3, 4. Zack, zack, zack. Zack. Und zack und zack. 45 könnte reichen. Wollen wir mal gucken? Oh, schon wieder fast dunkel, ne? Das heißt, die Folge ist dann rum. Freunde, die Folgen heute aber sehr schnell rum, oder? Montags halt.
Heute wird es keinen Stream geben, denn meine Freundin kommt heute, da ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag Handwerker im Haus habe, schläft sie dann nicht bei mir, aber dafür kommt sie dann halt heute bei mir vorbei und ein Stream wird es diese Woche, glaube ich, auch noch nicht geben. Also vielleicht im Januar gar nicht mehr, eventuell wieder im Februar. Aber das muss ich mir erst noch gründlich überlegen. Denn ich habe so ein bisschen mehr Zeit für meine Hobbys. Ah, das Modellauto bauen zum Beispiel. Und auch mal wieder ein bisschen was mit Freunden zu zocken zum Beispiel. Und ja, die kommen dann auch nicht zu kurz und keiner kann sich beschweren. Und ihr habt die Videos und das reicht euch doch, oder? Außer El Gordo, da weiß ich, dass der gerne einen Stream sehen möchte. Aber die Zeit wird auch wieder kommen, bestimmt. In welchem Ausmaß? Fraglich. Das war falsch. Zack. El Gordo. So, dann kommen wir jetzt hier. 1, 2, 3, 4. So, und hier machen wir noch 1, 2. 3, 4, 5. Na, reicht ja. Gut. In der nächsten Folge holen wir dann die Hasen hierher. Beziehungsweise wir bringen jetzt erstmal was weg, ne? Erstmal müssen wir irgendwas wegbringen. Wir brauchen Platz hier. So. Oh Gott. Lalalalalalalalala. Nutzbarkeit und es wird dunkel, ne? Oh, alles dabei? Das ist ja perfekto. Ich geschlafen und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.